Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wie heißt das Projekt? Wir sterben. Ja, wir sterben. Ja, wir haben dem echt noch keinen. Also, Stranded finde ich relativ langweilig so, aber. Die ganze Zeit immer Crash-Katzen, weil wir runtergefahren sind und fallen sind, aber irgendwie passt Katzen bei euch, glaube ich, nicht so. Nee. Ich bin ein Nachtfahrer. Ja, dann gecrashte Pokémon. Oh wow, ihr seid so kreativ. Das eine ist ein Feuerriegel, wow. Das andere ein Nacktara. Passt schon. Ein Nacktara, Nacktara, Entschuldigung. Naja, hallo Menschen, Tiere und Doktoren, das sind Baloo und Miri und wir spielen. So. Ich bin Baloo. Hi Baloo, geht's dir gut? Nein. Letzte Folge war erfolgreich, habe ich mal gehört. Ja, nein. Ja. Ja, nein? Miri, denkst du dann hier auch mal so nachzufüllen? Ja, was glaubst du, warum ich hier bin? Ja, weiß nicht, zum dumm rumstehen, wie schon die ganze Zeit. Geh, ich sag ja dumm rumstehen. Es muss doch jetzt mal irgendwo, weißt du, können wir nicht mal irgendwas schaffen? Ja, ich versuche, ein Feld anzulegen. Ja, das wäre zum Beispiel was Gutes. Hier, das könnte doch mal einer essen machen. Aber dafür machen. Brauchen wir mehr Erde als die fünfte. Ich habe übrigens aus meinem Grab so gut wie nichts bekommen. Habt ihr das Zeug irgendwie aufgesammelt? Ja, ich habe ein bisschen Zeug aufgesammelt. Das nehme ich gerne. Das hier hätte ich. Oh, ich habe ganz viele hier meins. Vorn, wenn du die alle haben möchtest. Und ich hätte auch gerne ein Questbuch, weil ich habe kein Questbuch mehr. Okay, Katze, das würdest ich auch. Du vielleicht für uns eine Waffe Schön. Machen, auch so ein Schwert oder so? Das ist ja schon geil so. Ich mache euch allen Pfannen. Ich will keine. Ja, ich will eine Pfanne. Ja, jeder kriegt eine Pfanne. Yeah. Yeah. Ich geh mich verbunden. Gecrashte Pfannen könnten wir das Projekt nennen. Ja, gecrashte Pflaumen wohl eher. Nein. Doch. Ja, ganz viel Erde. Lol, wenn du zwei Sand übereinander machst, kriegst du Snet anstatt Sand. Was für ein Snet? Was ist denn Snet? Das ist einfach genau das Gleiche. Das ist das geil? Nein, das ist kein Sand, das ist Snet. Snet, ja, hier, Snet. Ja, Mann. Was ist denn das? Finde ich gut. Bestimmt ist da einfach Snet um die Ecke gekommen. Mach so Snet, Alter. So, was passiert, wenn du zwei Snet übereinander machst? Oh, das müssten wir testen. Ja, hab ich noch genug dafür? Snet, Alter. Was Weil denn Snet los? Übereinander nicht. Was passiert, wenn ich vier Snet übereinander mache, ist jetzt die Frage. Even hotter. So, ich muss das geht gar nicht mehr. Was kann man mit Snet machen? Ich interessiere mich dafür. Wir können damit Thermal Dynamics Cover machen. Mehr nicht. Das ist einfach Snet, das passt schon. Snet, wer braucht Snet? Also. Hier ist Dirt, bitteschön. Miri, ich hoffe, du hast noch Bone Meal. Na, ja, du hast alles auf den Oak Sapling getan. Nein, ich brauche davon noch 8 Stück. Ja klar, hättest du nicht alles auf den Ich brauche davon. Hat einer Knochen gefunden schon irgendwo? Nein, Knochen finden wir auch nicht, aber ich habe noch ein einziges Bone Meal für dich von hier. Das reicht nicht, ich brauche 8. Ja, ich kenne den Unterschied zwischen 1 und 8, aber... Dann gehst du raus und tötest Skelette. Es gab keine Skelette. Erstmal gehe ich nicht raus. Oh, du hast auch noch einen Trinkslauch von Katze. Oh ja. Jetzt rollt er wieder. Bitteschön. Dankeschön. Wie kriegen wir in dieser verdammten Welt Bones? Aber es spawnen Skelette, Bones kriegen oder? Wir gar nicht, sondern wir kriegen halt Ding, Bone Meal. Ja, von wem? Von Dust, Steven? Dann mach dich nützlich! Aber wir haben keinen Dust, wir haben nur Sand. Warte, ich kann ja Dust machen, aber... Will ich das wirklich hier rausbauen? Ach hier, wir legen die Base eine Runde tiefer, was soll's. Boah. Nochmal, ganz ehrlich, wo sind unsere ganzen Kakteen hin? Ich habe sie abgebaut in dem Moment, als ich versucht habe, die Mauer zu retten. Jetzt habe ich sie alle im Inventar. Dann baust du mal neu hin. Oh. Nein, das kann Katze machen. Katze mein kann Teppichklopfer sich ist schon wieder kaputt. Hier. Da. Hier, Miri, jetzt noch einen Teppichklopfer. Da bin Dankeschön. Ich oh, Dankeschön. Teppichklopfer, Alter. Ihr könnt mal gerne einen Fanart malen, wo Miri mit dem Teppichklopfer da steht. Und ich schlage euch damit. Bitte, ja. Ich will das sehen. Aber das ist doch ein Teppichklopfer. Hier ist immer eine Art. Och man, das 7. Ich habe es gehasst. Wann kriegen wir ein Autosief? Weil dann baust du faul. Was? Was Wie passiert? Bin ich denn jetzt gestorben? Es steht nichts dabei. Rage steht dabei. Rage. Ich bin einfach nur gestorben. Es ist schon wieder heiß, deswegen. War aber nicht am Überhitzen. Ja, aber ich?
Mein Thermometer sagt auch Alarm, Alarm. Oh, mein Thermometer. Balou ist heiß, Items stirbt. Ja, hängt zusammen. Das ist jetzt so, ich mache jetzt eine Bratpfanne. Wir können ja mal hier das ganze Ding überdachen, ey. Da würde auch kein Monster reinkommen, so eigentlich. Ja, dann mach doch. Wir haben keine Blöcke zum Überdachen. Macht halt irgendwas, sonst gehen wir in den Keller. Ja, dann mach doch einen Keller. Ich hab Mama keine Zeit dafür! Gut. Mama sagt immer, ich darf in den Keller gehen. Oh, du bist doch ein Kellerkind. Ja, eine Kellerkatze. Hast du richtig gehört? Nein, ich weiß, wo du wohnst. Du wohnst im Keller. Und im Erdgekeller. Erdgekeller? Ja, Erdgekeller. Alui weiß übrigens nicht, wo ich wohne. Der lügt. Na gut, dann weiß ich nicht. Ich hab vergessen wieder, wo es war. Bestimmt. Wow, nur Miri weiß, wo ich wohne. Ich hab wirklich Baumi rausgekriegt. Okay. Tür auf! Mir ist heiß. So. Ha, schön, schön ist das schön hier drin. Hier drin ist nur weniger warm als draußen. Mit dem Thermometer sieht man das. Wie weit ist die Klimaanlage, Katze? 12. Gut. Die Klimaanlage. Dann freue ich mich drauf. Diese Folge oder nächste Folge? Was macht die Schmelze? Hast du schon die Schmelze fertig gebaut? Ah, ich bin überhitzt. Ich gehe da mal. Ich bin sehr gut den Controller abbauen im Übrigen bei Schmelzen. Hallo, ist es hier besser? Ja, komm hier ins Wasser. Kannst dein Thermometer in die Hand nehmen, dann kannst du auch noch gucken, wie warm es ist. Mit Sand. Ich komme nicht rein. Oh, aber das war meins. Jetzt ist wieder warm. Achso, ich habe hier was für dich. Und zwar habe ich einmal hier besser. Für dich. Ich bin gut im Schreiben übrigens. Und das hier Dankeschön. Ist für dich. Warum heißt das Blauli? Cool. Aber ich meine, Dankeschön, trotzdem. Darf ich auch wieder ins Wasser? Mir ist warm. Iris heißt nach Tara nur rückwärts. Ja, cool. Ja, aber wie schreibt man das? Lies mal rückwärts. Vor. Nach rückwärts. Tara rückwärts. Es wird schon wieder Nacht. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr, ne? Also erst wir beachten mal ganz kurz. Nach Tara rückwärts, er fängt an mit Ja, ich habe rückwärts angefangen, rückwärts zu buchstabieren. Aber wieso? Ja, weil ihr gesagt habt, nach Tara rückwärts. Ah. Rückwärts. Witzig. Ja, ne? Witzig. Qualitätscontent. Ruhe da. Das ist ein sensibles die Thema. Qualitätsoffensive. Offensive? Ach, das heißt jetzt, ach so. Ja, ich hab mich an deinem. Ich bin ruhig. Katze! Ich bin ein Mutter. Wir haben ein Problem. Guck mal, was da hinten auf uns zukommt. Ein Sandsturm? Ja. Ja! Lass uns den einfach aussitzen. Ich will doch nicht schon wieder Nein, zwei. Nein, mein Teppichklopfer. Die eine verliert ständig ihren Teppichklopfer, der andere. Hast du Holz, Miri? Ja, warum? Dann nimm das mal bitte mit rein. Nee, eigentlich nicht. Wie eigentlich nicht. Ach, mir geht's eigentlich ganz gut. Das macht Spaß hier. Ja. Komm jetzt rein. Hallo, ich bin Baloui. Hi, Blauli. Ich siebe jetzt hier drin, weil hier drin ist kälter als draußen. Nachts ist kälter als draußen. Ja, und draußen ist schöner als drin. Komm nicht rein, hallo. Katze! Tu das Sieb da wieder rein! Ich hab's nicht. Miri, hast du Holz mitgenommen? Nein. Hör mal, dieses Projekt heißt nicht, geht Balui auf den Sack. Okay, da ist dein Sieb übrigens wieder drin. Miri, ich brauch Holz. Bitte. Willst du mein Holz sieben? Oh, das ist ein Questbuch. Das hätte ich gerne wieder. Das Projekt heißt übrigens nicht, geht Balui auf den Sack. Heißt das, ich bin im falschen Projekt? Miri, bitte. Ich brauche ein paar Kisten. Kannst du hier ein paar Kisten hinstellen? Also, ich dachte, du brauchst... Okay. Ach, danke schön. Du hast gesagt, du willst Holz. Woher soll ich wissen, wie viel Holz du willst? So viel, dass wir ein paar Kisten, dass wir hier mal ein bisschen Ordnung reinkriegen. Weißt du, ich dachte immer, Katze ist die Ordnungskatze, aber ohne ein ME-System kann Katze gar nichts. Ui. Ich fühle mich angeschrien. Ja, das hat auch seinen Grund. Ich würde jetzt gerne in der Ecke sitzen und heulen. Dann geh. Oder mach irgendwas Produktives. Nee, ich gehe jetzt mit Snatch spielen. Bauen wir eine Snatchburg? Oh, Mann. Snatch. Ich geh da immer buddeln. Warum heißt das so? Ich weiß nicht, warum das so heißt. Das heißt einfach so. Fällt es auch runter, wenn man das unten abbaut? Ja. Oh Mann. So, die rechte Kiste ist für Erze, die linke Kiste ist für Pflanzen. Erze. Pflanzen. Erze.
Hä, hast du nicht gesagt, wir hätten hier irgendwo eine Fackel? Wir haben doch gar keine Fackeln. Pflanzen. Ich hab. Boah, ich raste gleich aus, ehrlich. Lass das lieber, dann tust du jemandem weh. Mein stimmt. Blutdruck, ne? Wenn ich mit was euch beiden aufnehme. Was machen wir mit den Fackeln? Wo sind die denn? Ich glaube, ich gehe nur noch Empire spielen. Das in ist welcher nicht so Kiste nervig. Sind die Fackeln? Wir haben doch keine! Aber. Was, Bar? Guck mal, der kann. Ich kann gar aber nicht. Aber ist eine Band, ja, gucken. Glückwunsch. Guck mal, ich ja, kann stimmt, nicht mehr. Die haben coole Lieder gemacht. Dancing Queen! Walk a lonely road and all. Ich kann nicht mehr aus dem Fenster aber gucken. Aber ist mir, das ist scheißegal, ob man aus dem Fenster gucken Papa, kann. Darf ich die Scheibe einschlagen? Nein! Dann funktioniert unsere Klimaanlage nicht mehr. Welche Klimaanlage? Die, die du bauen solltest. Wir brauchen mal Diamanten, das tut mir leid. Ich bin Baloui, lass mich in Ruhe. Ah, ich bin aus Versehen rausgegangen. Ja, ist schön draußen? Ja. Kann man draußen bleiben. Tschüss. Was machst du? Ich versuche gerade was zu bauen. Snut. Wenn du Snut willst, geh zu Katze. Nee, der steht da hinten im Raumschiff. Ich muss jetzt, Dust besorgen. Aus Snut kommt nicht mal Dust raus. Oh, ist das ein scheiß Zeug. Ich hab gleich eine Menge Sand für dich. Hä, hey, du hast doch keine Fackel. Ah, was machst du denn da? What the fuck? Weißt du, wie gefährlich das ist? Was? Ich will auch sehen. Nein, willst du nicht? Oh. Hier, ganz vorsichtig in das Loch, was Katze gebaut hat. In unsere unterirdische Base. Ich sehe kein bisschen, aber vorsichtig. Sag mal, hast du eigentlich eine Fackel gebaut? Oh, was ist denn das Nö. Für ein Weg? Warum ich mach das mit einem Wooden Slabs. Was geht ist das genau. Für ein Weg? Es geht runter und es ist gefährlich. Also gefährlich. Pass auf dich auf. Ja, weiter. Das hat Katze verbrochen. Ich kann da nichts für. Der ist katzengeeignet. Der ist katzengeeinigt. Ah! Das war deine Schuld. Du bist über den Auslöser gelaufen. Das ist wie, als wenn ich in einen Laden nicht reingehen will und dran vorbeilaufe. Tür ist auf. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Nein, es wollte nur dran vorbei. Aus Versehen. Guck mal, die singen. Miri, hier, bitteschön. Was kriege ich? Du Licht. Hast Fackeln. Woher hast du Fackeln? Was mache ich damit? Da draußen nachher ausleuchten. Jetzt stelle ich die neben mich, damit mir nicht so kalt ist. Ja, das auch. Hallo, Katze. Jetzt Claudi. Ausleuchten. Ja. Dankeschön. Dann müssen wir da unten mal ausleuchten, oder? Ja, da gehe ich gerade hin. Okay. Tschüss. Tschüss. Autsch. War klar, dass ich runterfalle. Es war einfach klar. War egal. Das klar? Ja, mir war es klar. Okay. Mir war es klar, okay. Glasklar. Glasklar? So, jetzt hast du Sand, dann benutzt du den Sand jetzt auch, ne? Ich schieb gerade ein bisschen Sand, gut. Ja. In welche Richtung darf ich denn jetzt Sand wegmachen? Ich weiß nicht, in welche Richtung unser Raumschiff geht. Das weiß ich leider gar nicht. Na gut. Hast du noch einen Compressed Hammer eigentlich? Nee, den Compressed Hammer brauchst du ja auch nur, wenn du Compressed Sand hast. Richtig? Ja, deswegen. Wir sparen uns eine Menge Zeit, wenn wir ein Heavy Oak Sieve machen würden, anstatt ein normales Sieve. Echt? Ja, dann mach... Ja. Miss Miri, würden Sie bitte... Bratpfanne in Angriff! Ich hab gerade fast in die Fresse geballert. Nein! Das war nicht nett. Ich mach mal kurz mit dir... Party! Ich wollte eigentlich draußen ausleuchten gehen, aber irgendwie... Ich will nicht mehr. Also, wisst ihr was? Also, ich weiß ja nicht... Nein, da war ein Compressor-Zombie dabei! Ja, was? Oh nein, die haben hinten unsere Mauer eingeschlagen! Was, die haben unsere Mauer eingeschlagen? Ja, das ist ein Loch in der Mauer. Wie, die haben unsere Mauer eingeschlagen? Ja, da liegen zwei Kakteen und die Mauer ist eingeschlagen. Da hat sich so viel Sand gesammelt, dass die runtergefallen sind und dann Ding, oh nein. Hi Zombie, ich möchte nur eben... Ich habe immer gedacht... Nein! Ich habe immer gedacht, Early Boy wäre unfähig, aber mit euch beiden... Ich bin nicht unfähig, ich bin Nein, töte mich nicht! Hast du jetzt meine Sachen eingesammelt, Zombie? Das wäre nicht nett. Ich finde den Keller schön. Ah, ah. Im Frühtau zu Berge sorge ich das, tralala. Was Miri und die Katze machen, ist mir scheißegal, tralala. Ja, Alter, die Base, die geht kaputt und alles liegt im Schutz. So und Baloui, der ist im Keller, tralala. Wer war denn zuständig für die Mauern? Das waren wir, oder, Miri? Nee. Kriegen wir das irgendwie auf Baloui projiziert? Nein. Das war Baloui. Ich hab's dir wieder zugemacht. Ja, okay. Passt so. So, der ist auch tot. Also nicht Baloui, sondern der Zombie. Auf ja, die Fresse. Ich bin hier tot. Der hier steht nur rum und guckt. Ja, der hat, Seid mal froh, dass es hier irgendwie, obwohl es eigentlich Shared Lives hat und so, irgendwie keinen Einfluss hat, dass man stirbt. Ja.
So, ey, wenn das hier Crash Landing wäre, wo man nach einmal sterben vorbei ist, dann wären wir schon dreimal vorbei. Man nach wie viel Zeug hier rumliegt. Bei Crash Landing durftest du nicht sterben am Anfang, weil du nicht, du hattest kein Leben mehr. Aber vorbei. Tod gleich Ende. So, ich habe draußen geholfen. Ich möchte übrigens ganz kurz anmerken, da steht's natt. Aber ich hab fast kein Leben und hab Bock für die Fresse, Alter. What the fuck? Hier, ich hab was zu essen für dich, Katze, da. Snack. Würmchen. Was zu essen für Katze? Vielleicht hilft das ja und du kannst wieder regenerieren. Wo sind die denn? In deinem Inventar, das sind ganz kleine Dinger. Ah, hier, dieses da. Ach, kann man die essen, die Würmer? Ja, wenn die gebraten sind schon. Ich würde sie auch so essen. Du würdest auch so essen. Myri bringt vollen Einsatz. Ja, ich wollte draußen Holz suchen eigentlich in dem Moment, wo ich gewiped bin. Wie funktioniert das denn mit einem Compressed Sieb? Ja, deswegen, dann, das will ich gerade machen. Kann ich dann das einfach zusammen kompressieren oder was? Genau, und dann presst du immer, dann siebst du immer drei auf einmal, damit es eben für solche Projekte nicht so langweilig ist. Aber es gibt noch Skelette. Miri, hast du mir bitte, hat du mir, oh, das ist aber gefährlich, Miri. Hat du mir Holz? Hier ist ein Skelett. Was möchtest du? Holzi. Dann kriegt man doch auch Bones raus, oder nicht? Aus Skeletten, ja. Wir kriegen auch theoretisch Bones aus Baloui raus, wenn wir gut genug sind. Hallo, nett sein. Was denn? Also das heißt also, okay, jetzt habe ich also 12 compressed und jetzt, wo tue ich die rein? Moment. Ich baue gerade ein Heavy Sieb. Und dann brauchen wir doch auch bestimmt Heavy Silk Sieb. Nein, das ist, glaube ich, dasselbe Netz, wenn ich mich nicht täusche. Wir können ganz kurz versuchen. Ja, ist dasselbe Sieb und jetzt hau mal da durch. Das sieht aber gleich aus, das Heavy Sieve. Nein, an der Seite nicht. Und da kommt jetzt weit mehr raus. Das Netz ist putt. Ja, weil das halt auch gleichzeitig mehr verbraucht. Wäre, als würdest du 9x7, gell? Kaputtes Netz. Alarm, Alarm. Alarm im Joghurtbechertal. Alarm im Darm heißt das. Verdammt, ich wollte eigentlich das Wort nicht sagen. Ach so, Joghurtbecher. Lauli ist mal wieder hier komplett am Eskalatieren. Wo ist jetzt, woher weiß ich jetzt, was Heavy Oak ist und was nicht? Hä, die sind beide Heavy Oak. Achso, sind beide Heavy. Heavy Homies einer. Heavy. Hier, ich hab ein Sieb. Thank you. Und ich hab Sand. Ja. Muss ich jetzt zusammenkraften. Und heute Abend gibt es Sand. Das ist. Oh nice, schön. Einmal nutzen und ist vorbei. Nicht so geil irgendwie. Ey, Katze, da muss es ein Heavy Sieb geben. Ey, das sind halt Siegdinger. Die halten auch so nicht besonders lange. Eigentlich. Gibt es andere? Aber du musst halt überlegen, jeder einzelne sind mit 9 durch. Ja, es gibt noch mehr Meshs. Du musst einfach M-E-S-H eingeben. Mesh. Und dann siehst du, es gibt auch ein Iron Mesh, es gibt ein Wooden Mesh zum Beispiel, es gibt ein Raw Carbon Mesh. Das ist, glaube ich, das Härteste. Nee, das ist nicht das. Hier, Iron Mesh ist das, was das Härteste ist. Das ist halt mit Iron Bars. Da müssten wir 6 Iron zusammenkriegen. Das kriegen wir auch mittlerweile eigentlich. Wir kriegen gar nichts. Das ist frustrierend. Doch, wir kriegen was. Wir kriegen was. Wir haben genug für Iron dabei, bin ich mir sicher. Moment, ich guck kurz. Wir haben noch nichts, um das zu vervielfältigen, ne? Der Apfelbaum ist gewachsen. Wir müssen es auch gerade nicht vervielfältigen, weil wir hier... Du hast einen Apfelbaum wachsen lassen. Jetzt lob Miri. Braucht das. Da hängen aber nur 2 Äpfel dran. Boah, wie kann man nur so einen scheiß Apfelbaum faxen lassen? Ja. Schäm dich. Wer faxt mir hier einen Apfelbaum? Boah, diese Monster hier, die gehen mir schon ein bisschen auf den Sack. Aber irgendwer müsste jetzt mal die Folge beenden. Hast du noch einen Hammer? Nein, ich habe meine Hammer verbraucht. Oh, da muss ich kurz einen Hammer machen. Würde jetzt mal irgendwer bitte die Folge deabonnieren. Mach ich sofort, aber ich möchte ganz kurz das fertig haben. Deabonniert alle diese Folge. Leute, wenn ihr diese Folge bitte deabonnieren würdet, ihr würdet uns einen riesen Gefallen tun damit. Was ist denn jetzt los? Bin ich zu blöd, einen Hammer zu bauen? Not eaten recently. Ja, das heißt, ich kann den gerade essen. Wieso kann ich denn keinen Hammer bauen? Ja, die werden anders gebaut. Du musst einen oben einen L machen. Warte mal, tu mal da rein. Du siehst das, ne? Nee, so. Und jetzt Bretter. Oben so, na, noch einen links daneben. Na, ja, nein, so, so. Ah, okay. Das ist ein bisschen dumm. Die haben das Rezept geändert anscheinend. Ja, sind ein bisschen teurer geworden auch noch zusätzlich. Jo. Aber es passt genau, damit wir 4 Iron Ore haben. Die können wir jetzt brennen, theoretisch. Ja, aber 4 reichen nicht für Mesh. Nein, aber wir brauchen nur noch 2 weitere und wir haben noch genug für mehr Meshs. Gut, aber Menschen, Tiere und Doktoren, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut auf jeden Fall bei den Leuten in der Videobeschreibung vorbei und natürlich in der Endcard. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dahin. Kauft Baluis Merch, kauft Miris Merch und kauft mein Merch. Wir sehen uns. Okay.
Bleibt schön feurig. Erster. Tschüss.